Der Impact geht sich danach aus. Und das ist ein. Ach, musst du das kannst jetzt sein. Jawohl! Genau so was habe ich mir vorgestellt. Am Schluss noch. Und jetzt wie in den guten alten Zeiten, wisst ihr noch dieses eine Charakter. Hallo, Servus. Und habe der zu diesem wunderbaren Video. Ihr seht es im Titel, ihr seht es im Thumbnail. Wir machen heute das, was ich früher fast nie gemacht habe, es sich aber sehr oft gewünscht wurde. Und zwar machen wir ein kleines Stickerback-Opening hier im Plants vs. Garden 2. Das Ganze hat einen ganz simplen Hintergrund. Und zwar wisst ihr hoffentlich, dass ich auf meinem zweiten Kanal, Rick's Uncut, seit mehreren Wochen schon und für die nächsten 2 Jahre jede Woche ein Plants vs. Garden 2 Let's Play raushaue. Warum 2 Jahre? Weil es 121 Charaktere gibt. Das sind etwas über zwei Jahre und ein paar Monate. Und ja, ich bin jetzt bei Folge, weiß ich nicht, noch nicht sehr weit. Ich habe noch über 2 Jahre vor mir. Und das Ding ist aber, ich spiele das Ganze auf meinem zweiten Account, der jetzt hier Mr. Qual 45 heißt. Ihr seht jetzt nicht, weil hier mein wunderschönes Gesicht davor ist. Jedenfalls auf die Xbox One. Und auf diesem Account habe ich ganz, ganz wenig Charaktere. Wir schauen hier nur ganz kurz rein. Was habe ich denn alles Schönes? Wobei, wir können es auch hier so machen. Hier, ihr seht hier jetzt die ganzen Pflanzen. Es sind nicht besonders viele, ähnlich sieht es auch bei den Zombies aus. Und deswegen habe ich gesagt, ich spare mir jetzt 1 Million Münzen auf und danach werde ich ein Pack-Opening machen. Dann habe ich ein paar mehr Charaktere zum Auswählen für euch auch. Dann könnt ihr euch gewisse Charaktere wünschen. Und ich habe jetzt 1.029.000 Münzen. Und ich würde sagen, die geben wir jetzt alle aus. In erster Linie werde ich jetzt einiges für direkte Charakterpacks ausgeben. Ich werde aber auch einiges in das 95.000 Pack ausgeben. Ist ja ebenfalls sehr, sehr gut. Und zu diesem Anlass, weil man ja bei dem Pack-Opening viel Glück braucht, habe ich natürlich meinen wunderbaren Pullover an. Sieht man ihn? Denke nicht. Falsche Richtung gelehnt. Jetzt sieht man ihn. Perfekt, oder? Den gab es vor einem Jahr oder so zum Kaufen. Gibt es, glaube ich, immer noch. Keine Ahnung. Ich habe das leider schon ewig nicht mehr aktualisiert. Aber ich dachte mir, das muss jetzt einfach sein, so für die guten alten Vibes. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich würde jetzt, warum warten? Los, einfach mal ein Charakterpack. Mein Ziel ist es, ich wollte es gerade sagen, nein, ich wollte es nicht sagen, mein Ziel ist es, einen Fußsoldaten zu bekommen und eine Pflanze, die ich noch nicht gespielt habe. Also natürlich noch nicht gespielt, aber eine Charakterpflanze, die ich noch nicht gespielt habe bis jetzt. Ich habe gespielt Erbsenkanone, Kaktee, Citron, ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall Zen-Kaktee, sehr, sehr geiler Charakter. Liebe ich. Meine Tinte-Kaktee, bis jetzt habe ich die Eis-Kaktee. Klonenwicht. Jetzt habe ich schon sehr, sehr viele Wichte, glaube ich. Ich habe wirklich, glaube ich, 4 oder 5 Wichte schon. Wunderbarer Charakter, sehr, sehr stark, bei vielen gilt er auch als OP, der Mech ebenfalls wunderbar und ja, viel ist jetzt nicht mehr da, nur noch 800.000. Schon wieder eine Kaktee, Pflanze ganz gut, aber warum die versteinerte Kaktee, die muss eigentlich sein. Die mag ich eigentlich gar nicht. Ach ja, ich könnte auch, machen wir ein paar 75.000 Packs auf, weil das ist ja auch die, weil bei den 75.000 kriegt man ja keine legendären Sachen und vielleicht kriege ich ja ein paar legendäre. Und eine Plasma-Erbse, das wäre auch sehr geil. Ja, die könnte ich dann auch gleich spielen. Die werde ich dann auch gleich spielen. Ich werde mal noch schauen. Ja, jetzt werde ich sicherlich gleich die Plasma-Erbse vollkriegen, das wird jetzt gleich die, was war das jetzt? Das war die Feuerblume, genau. Aber mal schauen. Also ich, so ein legendäres Teil wäre schon ganz geil. Ich muss eine Anpassung sein, aber... Oh, jetzt kriege ich die... Ja. Nee, momentan noch nicht zufrieden mit dem Ganzen. Was haben wir jetzt? Ha, das... Jetzt war gerade was so kurz. Hat so ein bisschen gestoppt, pausiert. Ich dachte, jetzt kommt was Legendäres. Was ist das? Der General Supremo und die Flickenblume. Ja, zwei sehr schöne Charaktere. Ja, ich weiß, 1 Million Münzen sind nicht besonders viel. Da geht normalerweise noch mehr. Ich weiß, jetzt kein riesiges Stickerpack-Opening. 1 Million Münzen ist dann wirklich schnell zusammen. Energiewarpen, eine Fähigkeit. Nutze ich aber eigentlich gar nicht. Da will ich mich über so einen Super Tackling Sprint oder über einen doppelten Sprung vom Fußsoldaten wesentlich mehr freuen. Oder die Heilbombe? Wobei, beide Heilbombe habe ich, glaube ich. Plasma-Herbst ist sehr schön. Banditenkaktee ist sehr geil.
Ich hätte ganz gerne eben, wie gesagt, einen Fußsoldaten. Deswegen mache ich einfach mal so wieder einen Charakterpack auf. Ja, ist auch okay. Einen Mechaniker habe ich auch schon gespielt. Deswegen. Ja, machen wir. So was hier auch. Okay, ich habe schon über die Hälfte. Feuerblume. Die Necrosy. Deine Lieblingsroses. Sehr, sehr schöne Anpassung, aber bis jetzt noch nichts Besonderes dabei. Da geht noch mehr. Eine Statue. Und die Jade-Kakteen. Ich hab's irgendwie mit den Kakteen hier. Die Superbrain-Statue. Stimmt, die bekam man ja auch aus den Sticker-Packs. Was man hier alles aus den Packs kriegt, ist der Wahnsinn. Es ist Zeit für den Charakter. Das wird jetzt für den Fuß oder. Ich hätte es früher sagen sollen. Metallblume, was tut mir der Metallblume? Brauche ich nicht. Nachtblume, auch geil. Ja. Nee, also, wie gesagt, von der Million kann man sich jetzt nicht zu viel erwarten. Sie im echten Leben. Klempner, ja. Ja, Klempner ist geil. Klempner ist sehr geil. Macht viel Spaß. Gut. Dann mache ich jetzt noch zwei Charakterpacks auf. Und Lil Drake, ich glaube, jetzt habe ich gleich alle Wichte. Ich habe wirklich alle Wichte, glaube ich. Zwei Charakterpacks und danach nur noch. Ich glaube, drei gehen sich aus. Gift-Zitron. Einer der wenigen guten Zitrons. Und jetzt noch den restlichen. Wundersames Pack voller großartiger Dinge. 35.000 Packs. Die waren ja früher ganz anders verteilt auch. Jetzt hat es wieder so lange gedauert, aber die Feuerblume ist auch ein ganz okayer Charakter. Gibt wesentlich bessere, aber mal schauen. Es gibt auch schlechtere. Okay, ein Pack geht sich da noch aus. Und das ist ein. Na, wusste, das kann nicht sein. Jawohl! Genau so was habe ich mir vorgestellt. Am Schluss noch. Und jetzt wie die guten alten Zeiten. Wisst ihr noch dieses eine Charakterpack, Sticker-Pack-Opening? Damals, wo ich drei legendäre Teile hintereinander gezogen habe, und das mache ich jetzt auch mit dem zweiten Teil für die. Okay. Aber zumindest ein Panzerkommandant-Teil. Sehr geil, da fehlen mir jetzt noch zwei Stück, drei Stück. Das wird dann hoffentlich mein erster Soldat. Ich werde jetzt ein bisschen auf den Panzerkommandanten hier schwitzen, ein sehr, sehr guter Soldat. Aber hey, ein legendäres Teil für die Eisen-Zitronen. Sehr, sehr schön. Gut, dann schauen wir uns jetzt nochmal hier an, wen wir jetzt gleich spielen. Und zwar, wenn ihr das Video seht, ja, ich weiß noch nicht genau, wahrscheinlich genau in dem Moment kommt ein Video online mit dem. Wen spiele ich denn hier heute jetzt? Ich habe schon eine Rosie gespielt. Eine Rosie habe ich noch nicht gespielt. Ich möchte ihn spielen. Vielleicht gleich Plasma Herbs. Es muss eine Pflanze sein, weil zuletzt habe ich den Party Brains gespielt. Metallblume, ich hatte noch gar keine Blume. Na doch, ich hatte den Sonnenfarbe habe ich schon gespielt. Mais habe ich schon gespielt, Kaktier habe ich schon gespielt, Schnapper habe ich noch nicht gespielt, aber habe ich auch keinen gezogen. Ja, dann bleibt dir nur noch die Plasma. Gift-Zitron oder Plasma-Erbse. Ihr könnt es leider jetzt nicht auswählen, weil ich in dem Moment schon das Video online ist. Aber ich würde sagen, Plasma-Erbse, damit ein geiles Gameplay entsteht. Okay, also wenn ihr das hier seht, genau in dem Moment release gerade ein Video mit der Plasma-Erbse, so wie jede andere Woche auch, die nächsten zwei Jahre ein Garten und zwei Video, bis wir alle Charaktere durch haben. Und Link zu dem Kanal natürlich unten in die Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, also wirklich sehr kleine Pack-Opening gefallen. Ich wollte mit dem Video einfach nur, ja, ich weiß, dass viele den Anker-Kanal nicht abonniert haben, aber trotzdem Pack-Openings mögen. Vielleicht mache ich das mal wieder. Vielleicht spare ich ihn in Zukunft jetzt auf 2 Millionen. Wobei es ist natürlich halt schwierig zu sagen, weil ich natürlich immer wieder Charaktere brauche. Neue Charaktere, die ihr euch wünschen könnt. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz cooles Projekt. Rick's Anker ist der erste Kanal. Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch mehr aktiv im Plants Zombies unterwegs seid, dann schaut am besten im Plants Zombies Amino vorbei. Das ist ein soziales Netzwerk für Plants Zombies, wo man Sachen posten kann, wo man immer die neuesten News erfährt, wo man chatten kann. Auch dazu ist der Link in der Beschreibung unten in der Videobeschreibung. Dann war's das mit diesem, ja, mal wieder ganz anderem Video hier. Das nächste Video wird wieder ganz anders und das nächste Video wird wieder ganz anders. Es ist ein kleines Konstrukt von irgendwas. Aber ich hoffe, jetzt gefällt es trotzdem und wünsche noch einen schönen Tag. Und danke fürs Zuschauen. 9000 habe ich jetzt noch.
auf die nächsten Millionen. Ciao, servus.